Der kleine Autowelle ist wieder unterwegs. Wir machen wieder eine schöne Wanderung, eine alpine Wanderung sozusagen im Odenwald. Denn wir werden die Odenwälder Alpen besteigen. Wir haben vor, von Fränkisch-Krumbach hinter uns nach Michelstadt zu laufen. Björn, irgendwelche Highlights unterwegs? Die Creme, Ebbelwoi. Ganz wichtig. Bockenrot muss man auch mal gesehen haben. Steinerne Tisch, Dehnbuche, Schmucker, Waldhorn, Michelstadt. Und viele, viele schöne Bilder wahrscheinlich. Björn zeichnet wieder auf für Komoot. Wir werden unterwegs Freunde einsammeln, die etappenweise auf uns warten. Wir warten auf Sie wahrscheinlich. Grüße. Ja, okay, oder so. Und ja, dann würde ich sagen, wünschen wir euch viel Spaß und laufen wir mal. Ne? Gute. Im Krämer ist eine neue Halle. Schick, schick. Riesig. Da kommt er her, der schöne Ebbelwoi. Übrigens immer noch zu empfehlen für Diabetiker. Das gute Stöffchen von Krämer hat 0,35 Gramm Kohlenhydrate auf 100 Milliliter. Und von daher ein super Ding. Ich kann es nur empfehlen. Einer der wenigen Apfelweine überhaupt, die so niedrig sind. Und geschmacklich gut. Und das auch noch dazu, genau. Hier sind wir nun bei den alten Räumlichkeiten, die ja immer noch genutzt werden zur Produktion. Sehr geehrte Kunde, wir nehmen nur reifes und gesundes Obst an. Und das schmeckt man auch. Gesund. Es gibt nichts Besseres als ein schöner Apfel, ne? Gell. Creme, da kannst du schöne dein Apfel. Leergut und wahrscheinlich Verkauf bitte klingeln. Und da kannst du auch einkaufen. Ich war hier noch nicht. Ja, hier beim kannst Einkauf. Du einkaufen. Ja. Aber es müsste ja auch bald wieder so festkommen, oder? Haben die das nicht ab und zu mal? Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Wir hatten doch mal. Sollen wir mal nachgucken? Gehen wir da hin. Doch, klar haben wir eins. Ja, da müssen wir mal. Das sollten wir mal ins Auge. Ja. Ist er nicht weit von dir? Nö, ich kann hinlaufen. Dann hast du dann ruckzuck auch noch einen Gast über Nacht. Genau. Hab mich jetzt gerade selbst eingeladen. Scheiße. Ich hab's wieder nicht geblickt. Ja, da haben wir es wieder. Und was jetzt hier auch in Erfurt natürlich ist, ist hier von der Familie Baumann der Lebkuchen. Ne, der ist richtig gut und richtig bekannt. Musst du da hinten hoch. Und dann bist du an der. Das sieht man jetzt nicht so richtig dahinter. Und dann bist du dort bei denen. Und da gibt es da den Lebkuchen, das Schöne. Und auch Schokolade. Da siehst du ein paar Wappen. Familie Arras, Pfaffen Berfurt.
Hammern, Pfaffen-Bärfurt. Also das ist ja dieser Ortsteil Pfaffen-Bärfurt, ne? Aha. In Bärfurt. Ein kleiner. Also eigentlich sieht man keinen Unterschied. Das wollte gerade sagen, das ist nicht so groß jetzt. Genau, aber eine stark befahrene Straße hier. Ja, das stimmt. Wir sind gerade hier auf der B. So kommt es einem vor, dass die alle schon ausgeschlafen haben. Aber halt unglaublich schöne alte Bausubstanz. Schön, Fachwerk überall schön. Genau. Oh, da stehen sie. Das sieht aus wie Angus, oder? Das ist wie abgemacht. Angusrind sieht es aus, so ähnlich. Das ist? Das ist auf jeden Fall irgendwie eine robustere, kleinere Hochlandtruppe. Da steht auch wieder ein Reh, ganz oben auf dem Hügel. Ganz oben, ja. Haben wir schon ein paar heute Morgen gehabt jetzt. Wirklich nur, wenn man es weiß. Na, siehst du, wenn du Heu brauchst für deinen Goldhamster zu verkaufen, Telefonnummer. Heu für die Goldhamster. Ja, was denkst du? Ja, weiß nicht, was glaub, Größeres. Ich glaube auch, der verkauft Ballen. Okay, also doch nicht. Aber da hast du einen Sommer für deinen Goldhamster. Nüsshammer auch. Kilo 5 Euro. Oh ja. Da kannst du nichts sagen. Kilo 5 Euro. Kriegst du in der Stadt wahrscheinlich nicht. Heu oder Nüsse? Die Nüsse. Achso. Bockenröder Mühle. Ja, sieht schön aus. Haben sie schön ganz hergerichtet. Toll hergerichtet. Ja. Auch Kunst mit dabei. Vielerlei. Abgehängt kann man neigen. Oder? Ich glaube, wenn du hier reinguckst, siehst du hier auch schon Holzkunst. Ja, daneben. Richtig schönes Hofgut. Hallo. Moje. Schön auf, ne? Ja. Da steht noch was zur Mühle. Da können wir noch mal hingehen. Oh ja. Das ist die Geschichte. Können wir ja abknipsen. Jetzt sind wir hier an der Gerschbrenz bei Bockenroth. Gerade an der Bockenröder Mühle vorbei. Und jetzt, also das alles hier ist so ein Retentionsbecken, so ein Rückhaltebecken, ne, damit kein Hochwasser passiert. Das haben sie aber wirklich schön gemacht. Und auch hinter uns ein wunderschönes Tälchen von Bärfurt nach Bockenroth, kann man echt nur empfehlen. Und jetzt schlagen wir uns aber gleich in die Büsche, der Buckelnuff, gleich Richtung steinernen Tisch. In die Alpen. Genau. Hier ist das Rückhaltebecken. Sieht man gleich hinter uns. Sind wir auch gleich an der B. Ja, es wird wieder automäßig. Ja, da geht's jetzt gleich hoch. Na dann, ist der Spaß vorbei. BO3 und das passt natürlich den Eselsweg gehen. Das kenne ich jetzt irgendwo. Esel, gell? Das kenne ich. Wie in Bacharach, genau. Eselsweg. Übrigens irgendwie hat das doch was mit uns zu tun, glaube ich. Irgendwie haben wir überall wo wir laufen, sind Esel. Ja, so ein Eselweg kann man immer überall. So bist du dabei. Ja, filmen wir uns mal über das größte Hindernis. Die Straße. Ja, das ist nicht schön. Und dann wird es wieder natürlich in der Natur. Hier ist noch so ein schöner Hofladen. Den wollte ich noch schnell filmen. Da sieht man, wo sie überall sind. Da gibt es bestimmt auch leckere Sachen. Hier steht es ja, Konfitüre, Hausmacherwurst, Kartoffel, Walnüsse, verschiedene Apfelsorten, ungespritzt, also nur gute Sachen. Guck mal, am Rande. Und? Machst du heute so? Rumstehen? Das sind Rinder. Aber neugierig sind sie, gell? Alles Rinder.
Schön noch die Hörner dran, wie es gehört. Da oben sind noch ein paar Kühe. Ah, da ist eine ganz andere Sorte da oben. Oh, die sehen auch gut so aus. So eine Zwerchform oder was? Ja. So kleine Kerle. Und ziemlich haarig und warm eingepackt. Jetzt geht's nur, Alter. Hei, hei, hei. Der Anstieg beginnt. Wir marschieren jetzt hoch zum steinernen Tisch. Jo. Und da werden wir dann auf unsere Jungs treffen. Und es geht schon ganz schön ordentlich hoch, muss ich sagen. Ja. Knackig. Mit dem Fahrrad was anderes, ne? Mit dem E-Bike. Ja, ich weiß. Mein Fahrrad bringt mich ja überall hin. Zu Fuß ist das dann immer so eine kleine andere Sache. Aber naja. Kommen wir da hin, schön. Toll. Ja, die Ausblicke werden halt auch besser, je höher man kommt, ne? Ja. Das ist die Motivation. Ja, hinter mir Schloss Reichenberg, Reichelsheim. Mit Reichelsheim, Frohnhofen, vorne die Häuser. Der Schwenk geht weiter ins wunderschöne Ostertal. Hinten die Windkrafträder auf dem Karlberg bei Grasellenbach. Einfach schön. Guck mal, da unten zu wohnen ist ja auch ganz toll, ja. Schlomantisch. Muss man wolle. Das ist doch mal ein Foto wert. Der erste Anstieg, den haben wir hinter uns. Jetzt gehen wir erstmal schön um die Kurve. Und nachher wird es noch mal ein kurzes Stück knackig auf dem Edelsweg. Aber das, ne, ist auch nett, bis auf das also bis jetzt, die Bäume gefällt bis worden. Jetzt ist es eigentlich eine ganz angenehme Tour, muss ich sagen. Ich habe mir sie schlimmer vorgestellt. Ja, er hatte Angst. Kalte Füße. Ich bin aber auch da hinten hoch. Das letzte Mal. Und das ist halt komplett steil hoch und kontinuierlich. Vor allem dieses kleine Pätsche, wo da ist, wo du den Berg runter kommst vom Leuchtfeuer. Da könnten Sie schon mal hinhocken. Oh ja, alle, da machen wir das mal. Ich hab's ein bisschen verpatzt. Ich habe mir Wasser abgefüllt und mein Getränk kommt erst oben, weil ich mir dachte, da muss ich mit schleppen. Jetzt sind wir natürlich so schnell gewesen. Ich habe echt gedacht, wir brauchen länger, weil ich nicht so fit bin. Aber das ging jetzt sau schnell hoch hier. Ja, überhaupt kein Problem. Verdammt nochmal. Ich hab's gesagt, aber er will ja nicht hören. Nee, jetzt muss ich ja Wasser trinken. Der ist fit wie ein Turnschuh. Also dann, Prost. Zum Wohl. Gute. Aha, gute. So ja. Er hat wieder, ich habe heimisches Wasser. Auch wenn da was anderes draufsteht. Da ist auch heimisches Wasser drin. Besseres. Mit Geschmack. Ich habe auf der Leitung, ich tue mir mit der Sprudler, mit dem Sprudler machen. Mal, ja. Wir haben so gutes Quellwasser im Odenwald, da wäre es Blödsinn, sich da irgendwas zu kaufen. Wo die ganze Schlepperei. Ja, und vor allem weißt du nicht, was für Zeug das ist, so und weißt du, wo es herkommt. Hier wissen wir es. Ne? Wie wir am Rhein waren. Wir trinken immer schön unsere Produkte hier. Ne? Selbst so am Rhein haben wir unseren Äppler dabei gehabt und unser Schmucker. Gute. Super Aussicht, schön.
Jetzt sind wir auf dem Eselsweg, dieser kleine Zubringer vom V- und vom L-Weg, also vom Lernpfad-Bergwerk. Ne, im Odenwald war reichlich Bergwerk. Und jetzt kommen wir oben auf den Alemannenweg zum Steinernen Tisch, unser Treffpunkt. Wir sind viel zu früh, aber wir haben ja zu essen dabei. Da werden wir erstmal ein Päuschen machen, weil die anderen, oh Gott, die laufen ja erst in einer halben Stunde los am Vierstöck. Bis die bei uns sind, haben wir unser Brot schon. Ja, das, ich hab echt gedacht, wir brauchen länger. Und ich trinke dann vielleicht noch ein Bier. Ich trinke noch ein Wasser. Gut. Ja. Na, no, ich warte auf die Bube. Nee, kannst du ja ruhig. Die kommen ja. Oh, alles gut. Geselligkeit sehen. Jetzt geht's erstmal wieder ein bisschen hoch. Ja, jetzt wird's steil. Aber ich vermiss unsere schöne Pätsche. Ja, die sind zu breit hier, gell? Ja, obwohl es ein Eselsweg ist. Hab ich auch gedacht, es wäre ein bisschen. Ja, schön schmäles Pätsche ist es eine Pätsche. Also bis jetzt, der ganze Weg ist ja schon fast kinderwagentauglich, wenn du diese großen Reifen hast. Hast du hier das eigentlich stimmt. Bis jetzt noch kein Problem. Es war steil, aber ja. Kein Problem dafür. Wenn du so diese großen, also diese großen ja. Räder hast, kriegst du das noch hin. Gut, hier wird es ein bisschen. Jetzt wird es schön. Ein bisschen holprig. Und steil. Ja, jetzt geht's hoch. Das merkst du auch. Ja. Das zieht wieder an. Na ja, gut. Dann machen wir mal weiter. Wir sind ja nicht zum Spaß hier. Nee. Dass man mal ein bisschen sieht. Geht schon gut hoch hier. Ne? Das Stück. Man hört es vielleicht auch am Atem. Der Atem wird ein bisschen schnapp. Der Eselweg. In alten Zeiten. Das war mal so ein Wirtschaftsweg, sagt der Björn. Also der wird auch noch gut benutzt, wie man sieht. Überwiegend wahrscheinlich vom Wanderern und Forstbetrieb hier oben jetzt. Aber halt absolut fachmännisch befestigt, ja, ne, mit den Steinen. Schön. Also das war schon ja. Beeindruckend. Vor allem, was eine Arbeit das gewesen sein muss. Unglaublich. Diese ganzen hier Wege. Auch, ne? Hier ja, auch. Hier sind auch noch Restbestände. Diese ganzen Wege da von den Römern und so und den ganzen Kram. Oder auch wie beim Bacharach waren, dieser Graben, wo wir hochgelaufen sind, mhm. Komplett mit Pflasterstein. Genau. Ich meine, die haben sich ja da, die mussten das Zeug ankern, die mussten, das kann man sich gar nicht mehr so richtig vorstellen. Ja. Und wir sind leider Gottes, was heißt leider Gottes, ist natürlich schön, aber ich habe mich leider ganz, ganz falsch eingeschätzt. Das ging jetzt verdammt schnell hierher. Und ja, die Gruppe kommt erst ein bisschen später jetzt. Jetzt haben wir halt erstmal Zwangspause, weil ich Angst gehabt hatte, ich schaffe das nicht so schnell. Aber da ist der Stein an der Tisch. Ich mache jetzt erstmal Pause hier. Und da haben die Jäger hier aufgebahrt, wo sie ihre Schweine, Rehe, Hasen oder sonstiges aufhängen nach der Jagd. Wölfe, Bären. Und er ist steinern, der steinerne Tisch. Wir sind am steinernen Tisch angekommen. Jetzt gibt es erstmal schön Brotzeit. Schön Wurst. Ein bisschen Käse. Krass, ist gekattet. Sehr nee, schön. Hab ich nicht. Also dann, lass dir schmecken, gell? Gute. Warten wir mal auf die Herrschaft. Hm? Ist gut. Die Wurst. Aus Fränkisch Krumbach. Moment, die Paprikawurst. Vom Landmark, gell? Steht da.
Hier unten kommt jetzt gleich die Mossamer Brauerei. Den Weg sind wir mit dem Fahrrad schon hochgefahren bei einem Film. Und da gucken wir mal, ob die Gaststätte auf hat in der Schmucker Brauerei. Wir hoffen es mal. Da wollen wir nämlich mal kurz einkehren und was kurz trinken. Da haben wir mal einen kleinen Einblick in die Schmucker Brauerei. Hier neben ist die Schreinerei. Die hat man früher zur Schmucker gehört. Da kommt ein Björn sein Gutes her. Der Biergarten hat sogar offen. Na, was wollen wir mehr? Also kämen wir jetzt mal schön ein. Hier sind die heiligen Hallen der Brauerei Schmugge. Hier ist der Eingang. Und hier waren wir gerade oben im Biergarten und haben etwas getrunken. Und jetzt geht es weiter zum Waldhorn, zum Flugplatz in Michelstadt. Da wollen wir jetzt hinlaufen. Und da kehren wir dann ein zu unserem Abschluss für heute. Das ist jetzt hier eine kleine Schleife. Hier oben ist die Mossamer Höhe schon. Und der Weg geht halt hier. Man sieht es, wie die Leute mit dem Kinderwagen kommen. Ein ganz klein bisschen hoch und dann müssen wir rüberlaufen. Und dann sind wir schon auf der Mossamer Höhe. Und unser Ziel ist schon fast zu greifen nah. Ja, hier haben wir es geschafft. Wir sind oben auf der Mossamer Höhe. Und hier kann man auch mit der Autos parken, falls man hier loswandern möchte. Wenn man nun wieder in die Richtung geht, wo wir jetzt gerade herkommen und immer schön geradeaus läuft, kommt man Richtung Elsbacher Höhe. Ich habe das hier jetzt mal auf der Karte gemacht. Und da kommt man dann zur Gaststätte zum Käsback. Und da gibt es gut bürgerliche Küche, Kochkäse, Appleboy, Bier, was man so braucht. Die haben auch einen schönen Biergarten dabei. Die haben von Mittwoch bis Freitag ab 17 Uhr geöffnet und Samstag sowie Sonn- und Feiertage von 12 Uhr geöffnet. Wenn man Näheres wissen will, einfach im Netz gucken nach Käsbach, Elsbach und dann sieht man das. Wir sind jetzt natürlich erstmal unterwegs Richtung Michelstadt und natürlich zum Roten Baron. Da wollen wir einkehren und unseren Tag beenden. Die haben auf der Homepage-Seite vom flugplatz-michelstadt.de bei Gastronomie ihre Öffnungszeiten drin stehen und ihre Speisekarte als PDF, falls man da Näheres wissen will. Die haben mittwochs bis Samstag ab 12 Uhr und sonntags ab 10 Uhr auf. Montags und dienstags haben sie Ruhetag. Man kann hier oben entweder geradeaus den Acker laufen oder die meisten Wanderer haben hier und auch Fahrradfahrer, da gehöre ich ja auch dazu, haben dann hier ihren eigenen Weg gemacht. Der geht nämlich hier außen lang schön und da haben wir hinne raus Schöpetsche, wo wir wunderbar nach hinne laufen können. So, noch ein paar Meter,
Wir laufen hier immer dem Dreieck nach. Da hast du immer so ein Dreieck. Und wir sind auch gleich da. Wir laufen praktisch nur noch den kleinen Buckel vorne runter. Und schon haben wir es geschafft und sind am Waldrand. Und da wird wohl unsere Runde dann auch zu Ende sein. Ich werde vielleicht noch ein paar Bilder reinwerfen beim Nachhauseweg, wenn es nicht zu spät ist. Weil da ist ja das Licht so entscheidend. Weil wenn es zu dunkel ist, brauche ich nicht filmen. Das macht die GoPro nicht mit. Ne? Okay. Hier neben ist der Friedwald von Michelstadt. Also praktisch alles, was vor uns ist. Und wir laufen jetzt hier links. Das ist mal ganz kurz ein bisschen unschön, aber ein fast schönes Pätsche, was wir ja schon oft mit dem Fahrrad gefahren sind. Wir sind angekommen. Vor uns ist das Waldhorn. Ich schwenke es auch gleich um, da sieht man es ein bisschen. Die Tour war recht angenehm. Fast überall hätte man mit dem Kinderwagen laufen können. Nur die eine Steigung wäre ein bisschen problematisch gewesen. Ja, die hätte man nicht so einfach kriegen können. Aber ansonsten eine schöne Tour, oder? Toll. Also tolle Highlights Wetter. Hatten wir. Toll. Highlights, ja. Toll. Wetter für diese Jahreszeit super. Total grün. Kann man gar nicht, ja. Muss man mal sagen. Und jetzt sind wir auch schon da. Ich glaube, wir laufen ein Stückchen auf dem Landeplatz noch raus. Ja. Und dann filmen wir mal kurz rüber, um das mal zu zeigen. Leider Gottes. Die Aussicht allein hier schon ist toll. Ja, es ist geil. Wenn wir jetzt hier vorlaufen, sind wir schon eigentlich da. Wir gehen noch mal kurz auf das sogenannte Rollfeld. Da stehen die Maschinen schon. Ja, weiter darf es nicht. Kommt jetzt gleich eine wahrscheinlich. Weiter. Ah ja, komm her. Weiter. Hier. Da kann man hier rüber gucken. Weiter kann man nicht. Es blinkt schon. Der Flugverkehr ist offen. Sitz. Da sind ein paar durchgelaufen. Sitz. Ist auch ein bisschen blöd. Sitz. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, und es hat euch Spaß gemacht. Wie immer, Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und ich hoffe, ihr guckt schön weiter und abonniert. Ne? Ein Abo ist kostenlos, aber niemals umsonst. Genau. Also, macht's gut. Ciao. Noch ein paar Bilder von der Kneipe wahrscheinlich und für nach Hause. Weiß ich nicht, ob ich es mache, aber wenn, dann mach es mit rein. Und ansonsten sagen wir Tschüss. Ciao. Slow up, no, I don't take I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no, I don't take I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented it. Being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I
want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last and to believe in what you got, it was built to last. Ich lass mir irgendeinen Scheiß an. So. Wir sind unter uns. Ups, das müssen wir erstmal. Sonst kann ich das so schlecht schreien. Jo. Das passt wieder rein, ne? Für die Outtakes. Halt's Maul! So. Ja, bist dran. Woran sehe ich denn das? Ach, da leuchtet es blau, alles klar. Bitte auch dran. Was macht das? Eins. Das blaues Licht. So. Eins. Zwei. Überall Wappen, ne? Warte mal nochmal. Ja. Wenn der Kram da weg ist. Da drüben Wappen, hier Wappen. Schlecht gerade. Hä? Lass mal diese Stinker vorbei. Wahnsinn. Mein Wasser. Mein Wasser gibt's hier. Und Option. Oh. Verdammte Scheiße. Oh Mann. Ich bin gleich wieder da. Hast du vergessen drauf zu drücken? Ja! Wir haben jetzt mal eine kleine Schleife gemacht. Weil es so schön ist. Wir laufen nämlich nach Karte und nicht nach Komoot heute. Und da kann es halt mal passieren, dass auf der Aufzeichnung halt mal der Weg ein bisschen komisch aussieht. Wir haben jetzt gerade eben da vorne müssen wir hoch. Wir sind jetzt gerade hier ein Stück gleich hier rechts. Genau. Also nicht wundern. Steinerner Tisch. So, der Anstieg beginnt. Nee. Doch. Nee, das war. Ich habe es so schön weggehabt. Was denn? Ja, kannst du ja erzählen. Da vorne haben wir doch eine Bank. Leider im Schatten, aber. Mal so mal ein kurzes Päuschen so. Mal zum Schnauben. Genau. Um mal die Kehle zu befeuchten. Mit einem schönen Wasser. Mit Geschmack. Ja, du. Ah ja, so ein Esel muss auch mal was trinken. Wasser. Ein schönes, klares Wasser. Ja, aber auf die Burg nicht. Da war das Wäldchen davor. Burg Rheinfels. Gut. Nur so mal zum Schwenken, weißt du? Und das ist immer schön, wenn man das auch mal ohne Musik. Manche sagen ja das Gedudel. Mit dem Gevögel, mit dem Gevögel, ne? Genau. Die Zwitscher. Also ich soll jetzt einfach weiterreden. Wie so Tannenmeise. Nein, du sollst deinen umdrehen, echt. Also der steinerne Tisch, da wird erstmal gegessen. Nee, stopp, jetzt müssen wir das wieder rausschneiden, den ganzen Scheiß. Das heißt, wir müssen ein paar Sekunden warten. Wir haben früher immer Zeug gefressen aus dem Wald. Ja, wir auch. Leider. Guck mich jetzt an. Wollen wir mal hoffen? Jetzt müssen wir recht, hast du gesagt, gell? Genau. Schade, dass wir da geradeaus so ein Page hoch. Jetzt habe ich meine Route gar nicht aufgezeichnet. Ist das deine Route? Ich will auch deine Route nicht sehen. Fertig. Guck dir das an. So, jetzt können wir eigentlich den Ton geil lassen. Eine wunderschöne Runde. I don't ever slow up, no I don't take shit.